Das Stadtfest wirft seine Schatten voraus, obwohl noch nicht ganz klar ist, wie sich Corona Anfang September entwickeln wird und ob eventuell ein Hygienekonzept erforderlich sein wird. Die Planungen laufen und Organisatorin Anna Schulte verspricht ein buntes, vielfältiges Programm, erstmals an einem Sonntag. Die Leichtigkeit, wie wir früher Feste geplant haben, ist leider so ein bisschen abhanden gekommen. Durch Corona, man weiß auch nie, wie sich das Ganze noch entwickelt. Sie kriegen es in den Medien mit, man ist ja schon wieder am Plan, was passiert im Herbst. Wollen wir nicht hoffen, dass wir wieder sagen können, ewig grüßt das Murmeltier. Und die weltpolitische Lage kommt auch noch dabei. Wir hoffen dann auch, dass wir am 2. Septemberwochenende, der 10.9. und der 11.9. auch unser Stadtfest so feiern können, wie wir es jetzt endlich geplant haben. Deshalb sollte, und das hat Frau Schulte auch da auf ihrer PowerPoint-Präsentation vorhin geschrieben, soll etwas ganz Besonderes werden, das Stadtfest. Es wird einmal schon deshalb besonders, weil wir in diesem Stadtfest zwei Jubiläen eingebaut haben. Und hier werden wir dann auch speziell diese 75-jährige Rettung der Balver Höhle mit mal begehen, dass das auch ein bisschen in der Bevölkerung wieder bewusst wird. Im Namen der Stadt Balve bedanken, dass Sie uns auch da unterstützen, mit vielen, vielen Dingen, unter anderem auch finanziell, muss man auch ganz deutlich sagen. Der Start ist 17 Uhr mit einem Stadtfest Warm-up und dazu werden zwei Bühnen gespielt. Einmal die Sparkassenbühne am Rathaus und die Volksbankbühne auf dem Drostenplatz. Tante Käthe aus Köln, eine Coverband der Spitzenklasse. Bilden bereits als Auftakt ein erstklassiges musikalisches Highlight. Am Sonntag um 11 Uhr wird dann das Stadtfest durch unseren Bürgermeister offiziell am Drostenplatz eröffnet, auf der Volksbankbühne. Dort findet dann ein ökumenischer Festgottesdienst statt und ab der Mittagszeit findet am Drostenplatz der Felddienst Fassanschlag statt. Vielen Dank an die Felddienst. Und dann gibt es auch das traditionelle Senioren-Kaffeetrinken am Drostenplatz und auch die Modenschau. Die steht auch ganz fest auf dem Plan, sowie der Besuch von Silly Alverscheid. Ein besonderer Schwerpunkt des Stadtfestes am Sonntag bildet anlässlich des Jubiläums eine Kinder- und Jugendmeile mit zahlreichen Attraktionen. Und die soll in der Straße am Rathaus stattfinden bis Nowak. Genau, mit diversen Attraktionen stattfinden. Da gibt es dann zum einen die Bühne am Rathaus, die soll mit dem Bühnenprogramm tagsüber am Sonntag bespielt werden. Da haben wir so ein Highlight, das Fuchs Kindertheater aus Olpe kommen lassen. Die werden zwei Shows mit der Kinderanimation durchführen. Genau, auf der Bühne sollen dann auch noch andere soziale Institutionen sich präsentieren, wie in den Straßen große, schöne Attraktionen wie eine Tubingbahn, XXL-Minigolf, Meet and Greet mit den Avengers. Da werden Iron Man zu uns stoßen, Spider-Man, Thor. Ich muss aber hier am Anfang eine wichtige Rede halten. Wir sehen uns aber am 11.9. Ja, kommt alle vorbei. Zum Stadtfest. Genau, wer nicht kommt, ist selber schuld. Ganz genau. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Treffen uns live. Dann haben wir noch ein großes Eiskönigenschloss mit Anna und Olaf, wo die Kinder und Jugendliche Fotos machen können. Es gibt Ball und Abeck, macht das ja schon, soweit ich weiß, seit 20 Jahren bestimmt. Gemeinsam mit der Sparkasse die Bewirtung der Senioren. Und das machen wir auch immer sehr, sehr gerne. Denn das ist ja auch eine gute Gelegenheit, mal Jung und Alt zusammenzubringen. Der Männerchor macht wieder hier vorne auf dem IGS-Parkplatz, heißt der, glaube ich. Ne? Mhm. Wieder unser schönes Zelt bauen wir da wieder auf mit den eigenen Accessoires. Wir schmücken den selber und bewirten den auch selber. Vielleicht müssen wir uns noch Unterstützung holen, weil der Männerchor
ist seit 2018 auch nicht jünger geworden. Die traditionelle Modenschau wird auch ein weiteres Highlight wieder sein und die Moderation wird auch wieder, ja, ich glaube, Sie kennen ihn alle, mein Wolf König übernehmen. Dieses Jahr werden keine Standgebühren für Balmer erhoben. Darüber freuen wir uns sehr. Und alle Balmer Händler, Geschäfte, Gastronomen, Vereine, Institutionen, Schulen und Kindergärten sind herzlich aufgerufen, sich mit einem Stand zu präsentieren, Aktionen anzubieten oder sich am Bühnenprogramm zu beteiligen. Anmeldungen sind online auf www.balmer.de möglich.